Die Tat von heute Nacht muss als rechtsterroristischer Anschlag bezeichnet werden. Wieso ist das so? Das Vorgehen von diesem jungen Mann, der eine Fahne, Banner und Bilder von ermordeten Kindern aus Gaza ohne zu zögern mit einer Brennflüssigkeit überschüttet und in Brand setzt, spricht für sich. Seine Ruhe bei diesem Mordversuch lässt sich nicht nur als Folge der monatelangen rassistischen und antipalästinensischen Hetze verstehen. Ebenso wie in der Repression, die unsere Bewegung in den letzten Monaten erlebte. Diese Hetze und Repression im Dienste der Staatsräson hat dazu geführt, dass die genozidale Gewalt, die die israelische Armee und die Regierung gegen die Bevölkerung Gazas tagtäglich anwendet, sich hier nun in diesem Anschlag ausdrückt. Es ist wichtig, dass sich heute auch Fachschaftsvertreterinnen sowie Stadtratsabgeordnete von der Linken hier öffentlich mit uns gegen diesen rechtsterroristischen Anschlag aussprechen. Im gleichen Atemzug ist es notwendig zu sagen, dass ihr euch gegen den Genozid und für die Forderung der Palästina-Solidarischen Bewegung einsetzen müsst. Ebenso muss der DGB, der Deutsche Gewerkschaftsbund, dem Beispiel ihrer Schwestergewerkschaften in den USA folgen, wie der Nationale Bildungsverband und die United Auto Workers, die mit weiteren Gewerkschaften Joe Biden dazu aufriefen, für einen Waffenstillstand einzustehen und die Waffenlieferung nach Israel zu beenden.